Einen wunderschönen guten Abend kann man ja schon fast sagen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer hybriden Veranstaltung in unseren herausfordernden Zeiten. Sehr treffen wir uns hybrid mit Ihnen gemeinsam digital zu dem Thema für die gesetzliche Aktienrente, die Rente neu denken. Ich bin Susan Sari und wir befinden uns jetzt gerade im Foyer des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin. Aber wir haben wirklich eine ganz, ganz hochkarätige Runde, mit der wir heute über ein spannendes Thema sprechen, über ein komplexes Thema sprechen und auch ein Thema, das letzten Endes ja uns alle was angeht und uns alle interessiert, was denn mit unserer Rente passiert. Und deswegen auch direkt zu Anfang meine Einladung an Sie. Sie können die ganze Zeit während der Veranstaltung Ihre Fragen und auch Ihre Meinungen in den Chat schreiben. Den sehen Sie auf der rechten Seite. Und ich habe hier so ein kleines iPad vor mir. Und wenn Sie sich dann wundern, was ich hier gucke, ich versuche möglichst dann Ihre Fragen auch mit in die Veranstaltung reinzunehmen. Ja, und wir haben ja schon gesagt, Thema Rente ist gerade noch mal in aller Munde, vor allen Dingen in der Corona-Pandemie sind da viele neue Vakanzen, die sich auftun und vor allen Dingen auch die Frage, wie kann denn eine Zukunft aussehen? Wie kann denn ein Weg dahin gehen, jetzt gerade in Bezug auf Babyboomer, in einem geburtenreichen Jahrgang, geburtenarmen Jahrgang, kommen wir jetzt vielleicht sogar in eine Altersarmut und was sind vielleicht ja, neue Chancen auch für eine jüngere Generation? Welchen Antrieb gibt es für unsere Rente der Zukunft? Denken wir vielleicht sogar zu unflexibel, wie es weitergehen kann? Was könnten denn neue Wege sein? Dazu haben sich die Liberalen, also die, wir hören jetzt heute auch stellvertretend von den Freien Demokraten im Bundestag, der Landesgruppe Ost, ein neues Konzept, einen neuen Ansatz dazu und darüber wollen wir in unserer Runde sprechen. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein, mitzumachen und möchte jetzt erstmal nach und nach mit einem kleinen Einstiegsstatement unsere Runde Ihnen vorstellen und möchte zunächst einmal begrüßen Herrn Frank Müller-Rosentritt. Schön, dass Sie in unserer Runde sind. Er ist auch Abgeordneter der FDP-Bundestagsfraktion, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss, außerdem Vorsitzender der FDP Sachsen. Schön, dass wir gemeinsam hier über dieses Thema sprechen. Vielleicht kleine Einstiegsfrage erstmal, ist ja ein besonderer Zeitpunkt, über Rente zu sprechen, Pandemie, Wahljahr, Superwahljahr und dann kann man ja natürlich noch mehr sehen, wie viel das auch Thema in den Parteien sein wird. Welche Entwicklungen machen denn ein Umdenken und Reformschritte bei der Rentenversicherung notwendig? Also erstmal auch von mir einen wunderschönen guten Nachmittag. Abend ist es auch irgendwo auf der Welt, aber wie gesagt, herzlich willkommen auch von mir. Ja, was macht es notwendig? Also zum einen kann ich sagen, ich habe drei Töchter und ich möchte, dass meine drei Töchter, die heute irgendwie 4, 6 und 8 sind, auch mal in den Genuss einer Rente kommen. Und dass die Rente dann auch, wenn sie dann ausgezahlt wird, auch einen Wert hat, von dem man sich was kaufen kann. Und dass wir dazu hinkommen, wenn immer mehr Menschen logischerweise immer mehr alt werden, das ist eine sehr begrüßenswerte Sache, wenn wir auch immer mehr Menschen in Deutschland werden, also das ist leider nicht ganz so, aber wir hoffen, dass es so wird, dann haben wir halt die Herausforderung, dass wir halt tatsächlich viel weniger Menschen haben, die wo einzahlen, als die am Ende, die was bekommen. Da müssen wir dringend umdenken. Und wenn wir an unsere Regierungsfraktion denken, Union und SPD, die haben alles für die Rente getan, nur nicht, dass sie sicher ist. Und deshalb müssen wir da zu neuen Konzepten kommen, zu neuen Ideen kommen, dass auch meine Kinder und vielleicht irgendwann mache Enkelkinder die Chance haben, von einer Rente so zu profitieren, wie es vielleicht meine Eltern oder Großeltern in ihrer Zeit auch haben konnten. Vielen Dank und da freuen wir uns wirklich gleich Näheres zu erfahren, was denn Vorschläge und auch Konzepte sind. Nun möchte ich als nächstes Frau Professor Dr. Ursula Engelen-Käfer begrüßen, recht herzlich. Sie ist Volkswirtin und Vizepräsidentin des Sozialverbandes Deutschland. Sie war außerdem von 1990 bis 2006 stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB. Sie war im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit und von 86 bis 2009 Mitglied im Bundesvorstand der SPD. Also man kann einiges aufzählen, wenn man ihre Biografie liest. Ich möchte Sie jetzt erstmal fragen als Einstiegsfrage, der Rentenversicherungsbericht 2020. Wenn man den sieht, da bezeichnet die Bundesregierung die Gesamteinkommenssituation der Rentenbezieher als grundsätzlich positiv. Teilen Sie diese Meinung, Frau Engelen-Käfer? Jetzt muss ich erstmal hier mit der Technik zurechtkommen. Das ist ganz einfach, das ist schon an das Mikrofon. Eingeschaltet. Prima. Also, dann darf ich zunächst mal alle ganz herzlich begrüßen. Die digital zuhören und natürlich hier die Anwesenden. Auch ich darf sagen, dass es schön ist, dass wir hier zu einem so wichtigen Zukunftsthema Stellung beziehen können.
ich kann vollständig Herrn Großentritt zustimmen. Ich selber habe zwei Söhne und einen Enkel inzwischen, der ist ein Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn sowohl meine beiden Söhne wie auch mein Enkel im Alter ordentlich abgesichert sind. Und da wird es ständige Veränderungen erforderlich machen. Da kann man nicht sagen, immer weiter so. Da bin ich auch mit einverstanden. Nur gerade, wenn ich den Rentenversicherungsbericht ansehe, muss ich schon sagen, diese Vorstellung, dass wir hier auf der einen Seite unsere umlageorientierte gesetzliche Altersversicherung haben und die müsse jetzt unbedingt ergänzt werden durch kapitalorientierte Anlagen oder eventuell sogar Aktienfonds, die sehe ich sehr kritisch. Und zwar habe ich überhaupt nichts dagegen, dass die Menschen, die es sich leisten können, kapitalorientierte Anlagen machen oder in Aktienfonds investieren oder sonst was tun fürs Alter. Aber mir geht es um die Masse der Menschen im unteren und mittleren Einkommensbereich. Und ich glaube, denen tun wir damit keinen Gefallen, dass wir sie sozusagen auf das Glücksrittertum der Aktienanlage verweisen, sondern da bin ich sehr der Meinung, dass wir als Gesellschaft weiterhin die Verpflichtung haben, ein tragfähiges, solidarisches, umlagefinanziertes System aufrechtzuerhalten. Und dafür setze ich mich ein, habe ich immer getan in meinen Funktionen bei den deutschen Gewerkschaften und tue es jetzt weiter in meiner Funktion für den Sozialverband Deutschlands. Da sind wir uns auch im Sozialverband sehr einig. Wir brauchen eine Stärkung der gesetzlichen solidarischen Altersversicherung. Alles andere ist Kür. Das kann man machen, aber das darf nicht durch Pflichtbeiträge erzwungen werden. Frau Professor Engelenkäfer, vielen Dank. Sie merken schon, wir sind schon ganz schnell mitten im Thema. Schlagwort Demografie möchte ich auch gleich noch mal drauf eingehen und so viele andere Punkte auch. Aber es ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema. Deswegen freue ich mich, dass es so eine kontroverse Runde ist, bei der ganz unterschiedliche Meinungen jetzt in unserer Runde sitzen. Und ich möchte als nächstes begrüßen Herr Dr. Peter Schwank. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Volkswirt, Mitglied in verschiedenen Vereinen, habe ich auch gelesen, und internationalen Institutionen zum Thema Versicherungen, wie der Versicherungswissenschaft und Gestaltung e.V., sowie auch dem Europäischen Dachverband der Versicherer in Brüssel. Also Thema Versicherungen, da können Sie uns sicherlich ganz, ganz viel auch aus verschiedensten Perspektiven erzählen. Ich möchte Sie erstmal fragen, schon Anfang der 2000er Jahre führten ja Debatten um die Demografiefestigkeit der Rentenversicherung zur Ergänzung des Rentensystems um einen privaten Baustein. Viele kennen das ja als diese Riester- und Rürup-Rente. Und seitdem wird immer mehr Kritik an diesen Konzepten genannt. Sind denn diese Ergänzungsbausteine Ihrer Meinung nach noch zukunftstauglich aus Ihrer Perspektive? Und ja, wenn Sie einen Punkt, um jetzt mal direkt einen zu Anfang rauszugreifen, nennen müssten, der am dringendsten an diesen Baustein angepasst werden muss, welcher wäre das? Kann man das überhaupt so fragen? Also ich halte diese Bausteine für unbedingt zukunftsfähig. Ich glaube, das war ein wichtiger Paradigmenwechsel um das Jahr 2000 herum. Eine Antwort auf den demografischen Wandel, der den Leuten ermöglicht, zusätzlich Kapital auch zurückzulegen für sich. Wir richten uns heute ja auch besonders an die Bürger in den neuen Bundesländern. In den alten Ländern gibt es sehr viel betriebliche Altersversorgung. Das hat in den neuen Ländern etwas gedauert. Das liegt auch zurück. Aber die Riester-Rente zum Beispiel ist überproportional in den neuen Ländern nachgefragt, spielt dort eine große Rolle und muss es auch in der Zukunft tun. Hier haben wir ja ein System, was vor allen Dingen auch Menschen mit geringeren Einkommen, Menschen mit Kindern unterstützt, besonders in ihrer Sparfähigkeit. Und ich finde, mit den 16 Millionen Verträgen, die wir erreicht haben, auch international, ich glaube, da beneidet man uns rum. Ich weiß, ich werde von Kollegen aus Spanien, aus Frankreich gefragt, wie habt ihr das geschafft, die Leute so zu motivieren in einem rein freiwilligen System? Auch die OECD hat unser Fördersystem als einzigartig weltweit gelobt. Aber es gibt natürlich Reformbedarf. Die Niedrigzinsphase macht Reformen auch unumgänglich. Da kann der Sparer nichts dafür, da können wir nichts dafür. Es hat auch was mit Zentralbankpolitik zu tun. Das hat relativ viele Facetten. Und deshalb gibt es Anpassungsbedarf. Und das Wichtigste, Sie hatten mich nach einem Punkt gefragt, ist auch das, was der Staat von den Anbietern an Garantien verlangt, übereinzubringen, auch mit dem, was am Kapitalmarkt sicher realistisch zu erwirtschaften ist. Und da muss ich sagen, der Finanzminister garantiert nicht mehr.
die Rückzahlung der eingezahlten Beiträge Bundesanleihen. Das ist meines Erachtens die höchste Währung an Sicherheit. Man kann von privaten Anbietern nicht mehr verlangen als das. Deshalb haben wir einen Anpassungsbedarf und wir haben es sehr bedauert, dass obwohl eine intensive Diskussion geführt worden ist, obwohl Vorschläge zur Reform des Systems auf dem Tisch lagen, intensiver Dialog hier passiert ist, dass weder aus dem Bundesfinanzministerium noch aus der Mitte des Parlaments entsprechende Vorschläge tatsächlich mal aufgeschrieben worden sind, um sie umzusetzen. Ich glaube, das ist weiter ein Thema auch für die nächste Legislatur. Also rundum erstmal, da ist viel richtig, aber auch ganz viel Reformbedarf, sagen Sie. Da knüpfen wir auf jeden Fall nochmal dran an. Und ich sehe, direkt neben Ihnen sitzt mit Corona-Abstand natürlich Herr Schäfer, der gerade schon mitschreibt. Und zwar möchte ich Ihnen als nächstes vorstellen, Ingo Schäfer, er ist Referatsleiter Alterssicherung und Rehabilitation beim Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB, und auch ehrenamtlich ist er unterwegs in der Rentenversicherung und dort Versicherten, Ältester, ne, nennt man das, und hilft Leuten beim Rentenantrag, also mittendrin im Thema ehrenamtlich und hauptberuflich. Jetzt haben wir schon einige Stimmen gehört, Herr Schäfer, vielleicht gerade mal da angeknüpft. Teilen Sie da diese Meinungen und erwarten Sie für die Entwicklung unseres Rentensystems, was erwarten Sie denn, wenn wir jetzt einfach so weitermachen würden? Was passiert dann? Also ich teile oder wir teilen natürlich die Analyse erstmal, dass wir vor Herausforderungen stehen, das ist unstrittig. Wir sind, glaube ich, unterschiedlicher Meinung tatsächlich bei den Lösungswegen, weil aus unserer Sicht muss man ganz klar sagen, die anstehenden Kosten für eine gute Alterssicherung sind nicht wegreformierbar. Wir können darüber diskutieren, in welche Systeme man Geld bezahlt. Man kann darüber reden, ob Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder Staat und jeweils welchen Anteil davon tragen. Aber die Gesamtkosten des Systems sind durch private Vorsorge, durch Aktienrente oder andere Systeme nicht wegreformierbar. Und selbst wenn es gelingen würde, am Kapitalmarkt eine höhere Rendite zu erwirtschaften, muss auch diese Rendite ja irgendwo herkommen. Das ist ja auch nur Geld, was im gleichen Kreislauf ist. Das heißt, irgendwo anders werden Produkte teurer oder irgendwo anders werden Löhne niedriger. Also hier haben wir sozusagen auch einen Umverteilungsmechanismus. Geld arbeitet nicht, wie man so schön sagt. Und deswegen aus unserer Sicht brauchen wir hier, da sind wir dann sehr nah auch beim Sozialverband Deutschland, zu sagen, wir wollen die gesetzliche Rente stärken, weil aus unserer Sicht natürlich auch die Verlässlichkeit wichtig ist, der Lohnbezug der Alterssicherung wichtig ist und wir brauchen ein Rentensystem, was den Lohnstandard auch halten kann. Und ein Kapitalmarkt hat mit dem Lohnstandard nichts zu tun, das kann besser sein, das kann schlechter sein, aber Kapitalmarktprodukte tun sich sehr schwer damit, eine Lebensstandardsicherung, die am Lohn orientiert ist, tatsächlich zu realisieren. Als Ergänzung immer gut, haben wir auch im Westen als Gewerkschaften und auch im Osten immer viel gemacht über Tarifverträge. Da haben wir gute, erfolgreiche Modelle, aber der Bürger, die Menschen, die Versicherten brauchen eine starke gesetzliche Rentenversicherung. Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Schäfer. Wir haben auch noch eine weitere wissenschaftliche Perspektive und wir sind ganz digital vernetzt. Deswegen darf ich Ihnen jetzt nun als nächstes noch einen weiteren Gast vorstellen, der uns digital aus Speyer zugeschaltet ist. Und zwar begrüße ich Frau Professor Dr. Gisela Färber. Sie ist Finanzwissenschaftlerin und ehemals Professorin an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften. Sie ist selbst jetzt in Rente, hat sie mir erzählt, war außerdem 16 Jahre im Sozialbeirat und ist derzeit auch Leiterin der Forschungsstelle Öffentlicher Dienst in Speyer. Schönen guten Tag, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Ich werfe Ihnen direkt noch eine Frage mit nach Speyer. Und zwar möchte ich als Einstiegsfrage Sie fragen, jetzt in Bezug zur Rente wird ja immer vom Generationsvertrag gesprochen. Wir haben es ja eben auch schon mehrfach angesprochen, eigene Kinder, Demografie. Auch wenn es den offiziell so gar nicht gibt, sehen Sie denn aus Ihrer wissenschaftlichen Expertise diese Generationsgerechtigkeit der gesetzlichen Rente gefährdet? Und was müsste man denn ändern? Ja, schönen guten Tag von mir auch aus Speyer. Ich freue mich, dass ich in der Debatte heute dabei sein kann und vielleicht auch mal versuchen kann, jetzt nachdem 4 Eingangsstatements gelaufen sind, praktisch die Dinge nochmal zusammenzubinden. Klar haben wir einen, ohne dass es jetzt offiziell heißt, einen Generationenvertrag, nur wir haben durch unser gegliedertes Alterssicherungssystem eigentlich auch nur einen 2-Generationen-Vertrag. Also das heißt, die heute, das ist das Versprechen zwischen denen, die heute Beiträge zahlen, weil sie arbeiten, Einkommen beziehen und Beiträge zahlen, dass ihnen morgen eine angemessene Altersrente nach den heute vereinbarten Regeln zusteht. Und da ist es einfach auch nur wichtig, dass man diesen Vertrag auch ideell und glaubhaft einhält. Nur wir wissen in der Volkswirtschaftslehre, dass ja nicht nur Umlageverfahren
demografieabhängig sind, sondern die kapitalgedeckten Systeme haben im demografischen Wandel ganz ähnliche Probleme und haben zusätzlich noch ein weiteres Problem, was wir im Umlageverfahren nicht haben. Die sind nämlich inflationsabhängig. Wir erleben gerade, wie stark sie leiden, wenn wir Niedrigzinspolitik machen. Aber wir kriegen auf der anderen Seite, wenn wir hohe Inflationsraten haben in den kapitalgedeckten Systemen, natürlich mindestens genauso große Probleme. Und insofern gebietet es sich eigentlich oder ist die Vernunft gut? Und wir haben das in Deutschland eigentlich ziemlich gut geregelt, mal abgesehen davon, dass natürlich immer bestimmter Korrekturbedarf steht, dass wir tatsächlich ein Drei-Säulen-System haben. Wir haben die erste Säule mit der Umlagefinanzierung, mit der Absicherung auch der sozialen Risiken. Die ist lohnbasiert. Der Herr Schäfer hat das eben nochmal gesagt. Das ist ganz wichtig, dass die älteren Menschen an der Lohnentwicklung teilhaben. Und nach 30 Jahren Massenarbeitslosigkeit gehe ich mal davon aus, nachdem sich demografisch bedingt jetzt die Arbeitskräfte verknappen, dass wir eine sehr, sehr gute Zeit mit Lohnentwicklungen haben. Und da werden die kapitalgedeckten Systeme in den nächsten Jahren einfach in der Form nicht drankommen. Also insofern mischen wir die Risiken, haben wir die verschiedenen Säulen. Und es ist richtig, Frau Engelen-Käfer hat es gesagt, wir haben natürlich auch ein Problem bei denen, die in der ersten Säule nicht ausreichend abgesichert werden. Bei denen haben wir ein echtes Problem. Da müssen wir was gegen die Armutsproblematik tun. Aber nur bei denen. Frau Professor Färber, soweit erstmal vielen Dank. Also die drei Säulen sind ja auch gerade schon mal angesprochen. Das, was ich als Einzige hier in der Runde, die nicht aus dem Fach kommt, erstmal auch mitnehme, ist, da ist einiges, was schon ein guter Anfang ist. Es ist sehr viel Reformbedarf, es ist ganz viele Vakanzen, die auch in der Zukunft schwierig werden könnten. Wir haben jetzt auch gerade schon mal die drei Säulen angesprochen, auf die wir später nochmal in der Tiefe eingehen. Jetzt frage ich aber erstmal Herrn Vogel, Johannes Vogel, der neben mir sitzt. Sie sind von der FDP-Bundestagsfraktion, Sie sind Arbeitsmarkt- und rentenpolitischer Sprecher und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und nachhaltige Rentenpolitik, Politikwissenschaftler auch. Und Sie haben nun, und deswegen freue ich mich jetzt auch nochmal, das von Ihnen zu hören, Sie haben in wissenschaftlicher Beratung ein liberales Rentenkonzept entwickelt. Vielleicht erstmal, bevor wir weiter diskutieren, um das nochmal einzuordnen, können Sie uns mal diese Hauptmerkmale dieses Konzepts nennen, Herr Vogel? Ja, sehr gerne. Ich bin erstmal freue mich auch eingeladen worden zu sein. Bin der Landesgruppe Ost sehr dankbar, dass sie ja durchaus ein kontroverses Panel zusammengestellt hat. Also wir alle kennen diese Fraktionsveranstaltung und ich meine das jetzt gar nicht nur bezogen auf uns. Ich glaube bei allen Farben, da ist manchmal auch sehr viel, wo man sich viel einig ist. Und ich glaube hier ist es gelungen, ein wirklich kontroverses Panel zusammenzustellen. Das finde ich super. Ich will auch skizzieren, was sind sozusagen die vier Bausteine oder vier Handlungsfelder, wo wir grundsätzlich Handlungsbedarf in der Rentenpolitik sehen. Und selbst wenn wir uns in Instrumenten nicht einig sind, vielleicht haben wir an der Stelle zumindest grundsätzlich einen ähnlichen Blick drauf, zumindest vielleicht in Teilen des Podiums. Erstens, ja, wir müssen was zielgerichtet gegen Altersarmut tun. Also es wird immer demografische Herausforderungen hin oder her. Es wird immer Biografien geben am Arbeitsmarkt, die Unterbrechungen hatten, wo vielleicht eine schwierige Geschichte dahinter steht, wo Menschen eingezahlt haben und trotzdem im Alter nicht über Grundsicherung hinauskommen, wenn man nicht was unternimmt. Und deshalb gab es eigentlich auch eine große Einigkeit hier im Deutschen Bundestag, dass das Ziel der Grundrente, die wir diese Legislaturperiode diskutiert haben, eigentlich ein richtiges war, parteiübergreifend. Ich bin ehrlich gesagt von dem Instrument der Grundrente dann nicht so besonders überzeugt. Also ich habe das Gefühl, das erreicht das Ziel in größter Hinsicht nicht. Da müssten wir was tun. Unser Vorschlag dafür heißt Basisrente, kann man auch über andere diskutieren, aber da haben wir, glaube ich, Handlungsbedarf. Zweitens, ich glaube, wir haben Handlungsbedarf in der zweiten und dritten Säule. Also die Reformen, die in den 2000er Jahren eingeführt wurden und zweite und dritte Säule gestärkt haben, auch in ihrer Bedeutung und Gewicht im Alterssicherungssystem. Ich glaube, die Frage der Anlagepolitik, welche Regularien gibt es für welche Anlagemöglichkeiten, was ist da erlaubt? Da haben wir auch Reformen gehabt in den letzten Jahren, werden nicht so intensiv genutzt dann die Möglichkeiten. Also darüber kann man reden, Verbraucherfreundlichkeit, über solche Fragen. Ich glaube, wir müssen über die Frage Renteneintrittsalter reden und zwar nicht in der klassischen Art und Weise. Da ist ja in den letzten Jahren so eine Hin- und Her-Diskussion gewesen. Da hatten die Rente mit 65, dann wurde die Rente mit 67 eingeführt, dann die Rente mit 63 für bestimmte Jahrgänge. Jetzt wollen manche CDU-Politiker die Rente mit 70, also es geht hin und her. Mein Gefühl ist, da haben uns die Skandinavier eigentlich in den Weg gewiesen. Also die haben gar kein starres Renteneintrittsalter mehr, sondern einen flexiblen Renteneintritt geschaffen. Das könnte in meinen Augen der Weg vielleicht im Konsens daraus zu sein. Denn irgendwie natürlich muss ein Rentensystem darauf reagieren, wenn die Leute im Schnitt
alle älter und länger fit bleiben und andererseits die Lebenswege aber ganz unterschiedlich sind und die Belastungen. Da muss man irgendwie mit umgehen. Und das vierte ist eben die demografische Herausforderung. Und die ist nach unserer und meiner Überzeugung schon da. Also in den 2000er Jahren wurden mal Reformen gemacht, auch die ja insgesamt das Verhältnis zwischen Umlage und Kapitaldeckung, ich sag mal, zugunsten von etwas mehr Kapitaldeckung ausbalanciert haben. Aber die Vorausschau ging so bis Mitte der 20er Jahre. Jetzt haben die 20er Jahre begonnen, also die sozusagen der Zielhorizont der Reformen, nicht die Vorausschau. Jetzt haben die 20er Jahre begonnen und ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre werden die geburtenstarken Babyboomer in Rente gehen. Das heißt, das Verhältnis von Einzahlern und Empfängern verändert sich nochmal. Und anders als manche bin ich schon der Meinung, dass es ein Umlagesystem unter Druck setzt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und dann gab es in den letzten Jahren immer die Debatte, ja, dann machen wir halt mehr Kapitaldeckung in der zweiten und dritten Säule und mit so demografischen Faktoren die erste Säule kleiner. Und dann haben Leute wie der DGB zu Recht oder Frau Engel-Käfer, andere gesagt, Moment, das ist ja die Privatisierung der Rente. Was ist denn dann mit denen, die sich nur in der ersten Säule Vorsorge leisten können? Was ist mit den paritätischen Beiträgen? Und da haben wir gesagt, diese klassischen Frontstellungen in der Debatte, die sich die letzten Jahre, zwei Legislaturperioden eigentlich nicht so weiterentwickelt haben, die wollen wir mal durchbrechen. Und haben gesagt, was haben die Schweden da eigentlich Spannendes gemacht? Die haben Kapitaldeckung und Aktien, Stichwort demografische Herausforderung, also globale Produktivität, globalen Mehrgewinn an Wohlstand, verfügbar gemacht für alle Versicherten, also in der ersten Säule, damit gerade auch für Geringverdiener und paritätisch finanziert. Und das fanden wir spannend. Und da haben wir gesagt, lass uns doch mal überlegen, ob das auch heutzutage eine Reform sein könnte. Und dann haben wir einen Wissenschaftler draufschauen lassen, Professor Martin Werding. Ich glaube, dessen Expertise kann man nicht in Zweifel ziehen. Der ist immer wieder auch Experte hier in den Anhörungen, macht die Tragfähigkeitsberechnung fürs Bundesfinanzministerium. Und der hat sich das mal angeschaut und der hat gesagt, ja, das Konzept hat Investitionskosten. Also Herr DGB hat recht, für lau ist nichts. Aber es ist eine Investition in eine Systemveränderung, in ein Rentensystem wäre das, wo künftig immer noch die Umlage prägend bleibt, aber eben etwas weniger dominierend als heute. Und die Berechnungen zeigen, dass man so die öffentlichen Finanzen, die sonst unter Druck gerieten, unter Kontrolle halten kann, die Rentenfinanzen unter Kontrolle halten kann, die Schuldenbremse einhalten kann und dass man das Sinken des Rentenniveaus in der ersten Säule stoppen und umkehren kann langfristig. Und das fanden wir spannend. Und da haben wir gesagt, lass das mal in die politische Debatte werfen. Vielen Dank, Herr Vogel, um erstmal so einiges zu hören. Also es sind wirklich in den drei Säulen ganz unterschiedliche Punkte, die damit angesprochen werden. Ich frage jetzt erstmal Herr Schäfer, weil Sie auch wirklich zwischenzeitlich sehr aktiv mitgenickt oder auch gelächelt haben, möchte aber nicht das machen, ohne nicht aus im Chat auch nochmal zu schauen. Also ich kann Ihnen sagen, im Chat ist ganz schön was los. Also es sind ganz, ganz viele Meinungen, die da direkt reinkommen. Auf der einen Seite Thema Basisrente, Aktien, das finden viele sehr spannend. Viele sind auch sehr unsicher und fragen, Aktie, kann man dem trauen? Da würde ich auch gerne noch mal gleich Ihre Meinung hören. Jetzt fragen wir aber erstmal Herr Schäfer, was für ein Konzept ist denn eines, das arbeitnehmerfreundlich wäre? Und ist denn sowas überhaupt ein Konzept aus Ihrer Perspektive, was funktionieren könnte? Also aus unserer Sicht ist das FDP-Modell jetzt keine Lösung, weil es an zwei zentralen Stellen wirklich Verschlechterungen beinhaltet. Das eine ist die schön formulierte Variante des flexiblen Renteneintritts, da muss man vielleicht erstmal aufräumen, wir haben in Deutschland ein sehr flexibles Renteneintrittsalter. Man kann ab 35 Jahren in Rente gehen mit Abschlägen, es gibt eine Regelaltersgrenze und jeder darf so lange weiterarbeiten, wie er möchte. Niemand muss in Deutschland jemals in Rente gehen. Es gibt dann in der Regel Arbeitgeber, die Arbeitsverträge machen, wo drin steht, das Arbeitsverhältnis endet mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Wir können gerne darüber reden, ob man den Arbeitgebern solche Verträge verbietet. Dann können die Leute länger weiterarbeiten, wenn sie wollen. Aber gesetzlich, vom Gesetzgeber her, gibt es kein Arbeitsverbot und es gibt einen voll flexiblen Renteneintritt ab 63. Also es gibt keine starren Probleme in Deutschland. Das schwedische Modell ist deswegen so attraktiv aus Sicht der FDP, weil es eine automatische 100-prozentige Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung ist. Das ist das, was kalkulatorisch im schwedischen Modell passiert. Die Rente wird immer auf die Lebenserwartung umgerechnet und das bedeutet nichts anderes als eine 1:1-Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung.
versteckt in einer mathematischen Kalkulation statt in einer offiziell erklärten Altersgrenze. Und für uns ist eben eine Anhebung der Altersgrenze aus vielen Gründen nicht denkbar, weil das Modell in Schweden, wenn man das auf Deutsch übertragen würde, bedeutet, dass die Abschläge im gleichen Alter jedes Jahr höher werden. Ich habe immer weniger Rente dann hinaus. Und wir wissen nach wie vor, dass viele Menschen nicht bis zur Regelaltersgrenze kommen. Ungefähr jeder fünfte Versichertenrente wird als Erwerbsminderungsrente lange vor der Regelaltersgrenze gezahlt. Das heißt, ein Fünftel aller Versicherten schaffen es gar nicht bis zur Altersrente. Und die allermeisten Menschen gehen schon vorher raus. Viele fallen auch Mitte, Ende 50 aus dem Arbeitsmarkt heraus und sind dann arbeitslos bis zum Rentenbeginn. All diesen Menschen würde das FDP-Modell nur noch mehr Abschläge und noch niedrigere Renten bieten. Lassen wir das mal an der Stelle also, so stehen, weil da wird direkt... Kapitalmarkt machen wir nachher. Genau, da wird direkt... Ich würde nämlich total gerne jetzt erstmal wissen, warum direkt Herr Vogel widerspricht. Können Sie das in Kürze vielleicht nochmal kurz beantworten direkt? Ja, also richtig ist, glaube ich, dass die wesentliche Reform in Schweden war, dass es eben kein gesetzliches Renteneintrittsalter mehr gibt, auf das sich die Individualverträge und die ganzen Tarifverträge, die Herr Schäfer und andere schließen, beziehen kann. Also es macht sozusagen die schwedische Wegnahme des gesetzlichen Renteneintrittsalters und der Einführung des sehr viel weiteren Korridors als bei uns, macht es eben notwendig, dass in den Einzelverträgen und in den Tarifverträgen darüber gesprochen wird, wie lange will man arbeiten. Das ist, glaube ich, die wahre Reform. Man kann für den schwedischen Zugangsfaktor oder dagegen sein, aber Fakt ist, es gibt dort diese Flexibilität. Fakt ist, dass es vor allem auch Teilrentenmodelle keine Zuverdienstgrenzen mehr gibt, die von den Leuten sehr intensiv genutzt werden für so Teilrentenmodelle. Ich habe nur man kann dafür oder man kann dagegen sein. Ich glaube, es ist ein moderneres System, als was wir haben. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, als Herr Schäfer ein bisschen polemisiert hat und behauptet hat, wir wollten den Erwerbsminderungsrenten was wegnehmen. Das stimmt nicht. Wir sind für eine Stärkung der Erwerbsminderungsrente. Denn richtig, wer nicht durchhält, der muss eine ordentliche Erwerbsminderungsrente bekommen in Deutschland. Ich habe nur das als Beispiel angenommen dafür, wie viele Menschen es nicht bis zur Regelaltersgrenze schaffen. Und deswegen, aber da haben wir an der Stelle wirklich Konsens. Für uns ein Anheben nicht. Das lassen wir mal genauso stehen. Wir fassen nochmal zusammen. Also es geht um diese Basisaktienrente, bei der 2%, wenn ich das richtig verstehe, dann in eine Aktie reingehen würden. Jetzt haben wir die Perspektive von Herrn Schäfer schon in Ansätzen gehört. Aber mich würde natürlich jetzt auch die Versichertenperspektive interessieren. Deswegen frage ich auch nochmal Herrn Dr. Schwag. Dieses Modell der Aktienrente, Basisrente, inwiefern macht das denn Sinn für eine Versichertenperspektive? Was sind die Vor- und Nachteile? Könnte man das vielleicht in Kürze so beides mal anreißen? Ja, aus Sicht der Versicherer haben wir Sympathien erstmal damit, Kapitaldeckung zu stärken, ne? Also das ist natürlich eine Antwort, auch die demografischen Verhältnisse, ein Stück weit die demografischen Lasten vorzufinanzieren. Im Konkreten sehe ich das Modell aus Schweden nicht ganz umgesetzt, weil es dort tatsächlich ist, man hat die harte Entscheidung getroffen, zu sagen, es gibt halt nur ein bestimmtes Geld für die Umlage und das muss auch reichen. Und ein anderer Teil vom Rentenbeitrag, man hat auch 18,5 gehabt im Ausgang, 16 geht in die Umlage, 2,5 geht in die Kapitaldeckung. Das hat man als Konsequenz seit 20 Jahren gemacht. Und das ist schon die Frage, hat man hier den Mut, tatsächlich auch diese Diskussion zu führen im Hinblick auf Rentenniveau und Rentenbeitrag? Wenn ich das Konzept richtig verstehe, dann ist der Plan, erstmal das Ganze über Steuerfinanzierung sozusagen zu kompensieren, also nicht die Versicherten zu veranlassen, mehr einzuzahlen oder dass die Leistungen reduziert werden. Und da geht es dann für mich schon ein Stück weit in eine Richtungsentscheidung in der nächsten Legislatur, mehr Staat oder mehr Privat. Die letzte Legislatur ist für mich ein Stück weit verloren. Wir haben 170 Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben bis 2025 für die erste Säule. Wir haben 100 Milliarden Euro Bundeszuschuss jedes Jahr, dynamisch steigend. Ich meine, dass das Modell, das ist so ähnlich, glaube ich, auch wie ein Konzept aus Teilen der Union über die Doppelrente, das liegt irgendwo bei, sagen wir mal, vorsichtig 20 Milliarden, vielleicht realistisch Richtung 30 Milliarden per anno. Das ist doch ganz erheblich. Es ist ungefähr, ja, ich sag mal vorsichtig, dann zwischen 5 und 8 Mal so viel, wie die Riester-Rente kostet. Und die Riester-Rente motiviert ja eigene Ersparnisse, ne? Das heißt, wir motivieren die Menschen tatsächlich, selber noch Geld noch zurückzulegen. Ich sag mal kurz, 4 Milliarden gibt der Staat. Zum Teil holt er sich zurück über Steuern später. 8 Milliarden geben die Bürger, ne? Und jetzt überlegen wir ein Konzept, wo 20 Milliarden oder 25 Milliarden oder 30 Milliarden der Staat gibt und 0 Euro geben die Bürger. Und dann ist die Frage, ist das wirklich effizient in dem Sinne? Ne? Und ist das überhaupt Kapitaldeckung, wenn ich gleichzeitig einen Schuldenstand erhöhe? Ne? Oder ist das da nicht eher der Versuch, auf mehr Renditen am Aktienmarkt zu spekulieren, wo ich sage,
haben wir realistische Renditeerwartungen. Ne? Also ich glaube nicht, dass man einfach die Vergangenheit extrapolieren kann. Heute sind die Verhältnisse anders. Aktien kosten mittlerweile doppelt so viel wie historische Mittel, auch was die Verhältnisse zu den Gewinnen der Unternehmen anbetrifft. Da sind die Risiken doch nicht vernachlässigbar. Also das können Sie jetzt nicht sehen, Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer, aber es ist wirklich toll. Wir haben gar nicht so viel Zeit, aber ganz kontroverse Meinungen. Und vor allen Dingen merke ich, und das ist wirklich, das macht natürlich ganz viel Spaß, wenn man trotz so eines komplexen Themas so viele unterschiedliche Stimmen hat, auch Ihrerseits. Also ich sehe auch bei Ihnen, Sie sind ganz fleißig vor allen Dingen dabei in der Meinung. Und ein Aspekt, der immer wieder vorkommt, und da bitte ich auch um Nachsicht in der Runde, genauso wie ich das auch bin. Ich bin ja auch nicht vom Fach, sondern erstmal interessiert an meiner Rente und gucke, was da so passiert, ganz neutral als Journalistin. Und ich, was ganz viel auch geschrieben wird, ist, wie komplex das ist, überhaupt das Ganze, die Rente überhaupt mal zu greifen und zu verstehen. Ich habe Ihre Meldungen alle gesehen, aber ich würde jetzt gerne zuerst nochmal Frau Professor Dr. Englen-Käfer ansprechen, mit auch der Mitfrage, wäre denn so ein Konzept auch für Geringverdienerinnen und Verdiener eine Option aus Ihrer Sicht, aus der sozialen Sicht? Also das Mikrofon nochmal. Das passt sehr gut zu dem, was ich gerne sagen wollte. Zuallererst muss ich sagen, dass ich mit Erstaunen von Herrn Dr. Schwank hier vernommen habe, dass die Riester-Rente so toll laufen würde. Ich weiß gar nicht, woher Dr. Schwank, Sie da Ihre Informationen haben. Vielleicht habe ich falsche. Ich gucke ja auch immer zunächst mal auf mich selbst. Aber nach meinem Dafürhalten gibt es doch nur ein Drittel der Betroffenen, die überhaupt eine Riester-Rente haben. Und zudem stagniert der Abschluss der Riester-Rente seit 2010, also seit den Finanzkrisen. Und von den wenigen, die noch eine Riester-Rente haben und aufrechterhalten, werden diese Riester-Renten zum Teil gar nicht bedient. Zum Teil sind sie auch aufgegeben worden, zum Teil werden sie gar nicht bedient. Also mich wundert schon sehr, woher diese enorm positive Einschätzung kommt. Das führt mich dann eben schon dazu, dass ich sage, wir sind doch ein demokratisches Staatswesen und wir haben mündige Bürger. Und ich kann doch nicht von Menschen Pflichtbeiträge hier verlangen und diese dann in Aktien anlegen, wenn die Menschen das gar nicht wollen. Deshalb bin ich schon der Meinung, dass das umlagefinanzierte System, Abhängigkeit von der Lohnentwicklung, das sich ja über Jahrzehnte bewährt hat, das mehrere Weltkriege überstanden hat, weiß Gott geeigneter ist, als wenn man hier das Glücksrad der Aktienfonds versucht zu drehen. Das ist was vielleicht ganz Hilfreiches für Menschen, die Geld haben. Die können nämlich warten, bis eine Aktie wieder anständig sich entwickelt. Die anderen müssen dann verkaufen oder deren Aktien werden dann verkauft und die müssen die Verluste hinnehmen. Und außerdem gibt es ja mehrere Untersuchungen, das hat, ist hier schon gesagt worden, die deutlich machen, dass gerade die Aktienanlage, Kapitalanlagesysteme, also auch Rentenfonds, natürlich der gleichen demografischen Problematik unterliegen, wie alle anderen Systeme auch. Damit haben wir also gar nichts gewonnen. Entschuldige, das wollte ich nur. Super. Sagen. Frau Englen-Käfer, deswegen freuen wir uns ja, weil unterschiedliche Meinungen sitzen. Sie können sich nicht vorstellen, links und rechts habe ich gesehen, da gab es Kopfschütteln von Herrn Müller-Rosentritt und auch von Herrn Vogel. Da wollen wir auf jeden Fall nachhaken. Das lassen wir natürlich nicht außen vor. Ich möchte aber auch Ihnen aus dem Chat zwischendurch vorlesen, weil wir eine virtuelle gemeinsame Runde sind. Da schreibt zum Beispiel jemand, ja, gerade für Geringverdiener wären Aktien die Lösung, schreibt er. Also nochmal ganz anders gesagt. Ich möchte jetzt, bevor ich nochmal zurück zu Herrn Vogel und auch zu Ihnen komme, Herr Müller-Rosentritt, würde ich gerne einmal nochmal nach Speyer schalten und würde gerne unsere Wissenschaftlerin fragen, was sie denn sagt. Wir haben jetzt einige Meinungen gehört, Frau Professor Dr. Färber, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive als Finanzwissenschaftlerin, wie sicher ist denn eine Aktienrente? Könnte denn so eine Basisrente eine Lösung sein? Was sagen Sie? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, von einer Kapitaldeckung in der ersten Säule würde ich ganz dringend abraten. Die Schweden haben das zwar gemacht, aber es ist ja ein Vorteil, wenn man so alt geworden ist, wie ich das heute schon bin. Ich kann mich noch daran erinnern, die Schweden haben mal mit einer steuerfinanzierten Grundrente angefangen und haben dann in den 1980er Jahren eben diese kapitalgedeckte Zusatzrente in der ersten Säule ergänzend eingeführt. Das heißt, da haben die Leute zum ersten Mal auch in der Tat eigene Beiträge für leisten müssen und die waren nicht aus Steuermitteln finanziert. Das, was der Herr Vogel jetzt vorgeschlagen hat, und
Ich glaube, soweit ich die Kurzfassung des Gutachtens von Herrn Werding mal überschlägig mir angeschaut habe, ich habe leider die Langfassung nicht bekommen können, das ist eine Milchmännchenrechnung, das kann nicht funktionieren. Also erstens wird die umlagefinanzierte Rente mit der Demografie schon mal wieder kaputt gerechnet. Ich mache seit 1985 demografische Forschung und kann in den 35 Jahren nur sagen, wir haben uns immer verrechnet, wir haben immer zu pessimistisch kalkuliert und wir haben schon für das Jahr 2020 Verdoppelung der Rentenbeiträge gegenüber 1980 prognostiziert und sie waren dann gerade mal 2 Prozentpunkte höher. Also das heißt, die Demografie schlägt gar nicht so stark zu Buche, zumal wenn wir die Potenziale bei den Beitragszahlern und Beitragszahlerinnen, vor allem bei der Erwerbstätigkeit von Frauen und selbstverständlich die, die länger arbeiten können, die können ja auch länger arbeiten. Denn wir haben in der Rente eine Absicherung gegen Langlebigkeit. Und das können wir natürlich nicht leugnen, dass die Menschen immer älter werden und dass das die Rente verteuert. Ich sehe die Notwendigkeit, dass die, die eben, der Herr Schäfer hat es eben erwähnt, die nicht so lange arbeiten können, weil sie krank und durch ihren Arbeitsplatz gehandicapt sind, dass man sich für die kümmern muss. Aber ich würde doch dringend davon abraten, dass man in einer Anfinanzierung einer Kapitaldeckung in der ersten Säule auch noch Steuermittel aufwendet. Mhm. Also das geht mir nun überhaupt nicht in den Kopf und ich halte auch die Rechnungen nicht für belastbar. Der Punkt ist auf jeden Fall angekommen, Frau Professor Färber, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal nochmal zurück zur FDP und da mal nachfragen. Also zum einen war jetzt einiges dagegen gesagt worden, auch im Chat pro und contra. Also teilweise wird geschrieben, Kapitalmärkte funktionieren am besten, wenn sie alle Menschen am Wohlstand der Nation teilhaben lassen. Aktuell wird dies verhindert. Also es gibt wirklich Pro- und Kontra-Meinungen. Ich würde gern vor Ihnen, Herr Vogel, Herr Müller-Rosentritt, zu Wort kommen lassen. Wir haben jetzt gesagt, dieser Vergleich zu Schweden wurde angesprochen und vor allen Dingen die große Frage, Sie haben Ihr Konzept ja auch wissenschaftlich nochmal überprüfen lassen. Jetzt sagt Frau Professor Färber was anderes. Was sagen Sie? Also da würde ich, auf diese Frage antwortet am besten Johannes Vogel. Ich würde generell mal mit ein paar Narrativen aufräumen, dass wir Dinge hier erzählt bekommen, die schlichtweg nicht stimmen. Und weil das so ist, haben wir auch die Probleme bei uns. Eines Thema ist, dass sich das nur bestimmte Menschen leisten können. Unser System heute ist ungerecht, weil die Leute quasi in die gesetzliche Altersvorsorge einzahlen müssen. Und nur die, die sich leisten können, können zusätzlich vorsorgen in Säule 2 und Säule 3. Das ist ungerecht. Schön wäre es, wenn man schon in Säule 1 die Möglichkeit mit hätte, die wir heute nur für diejenigen haben, die es zusätzlich das leisten können. Das ist das eine. Das Thema Glücksrittertum. Also das bitte ich wirklich, wirklich zu überdenken, denn eine Aktie hat nichts mit Glücksrittertum zu tun. Wir haben bei einem Anlagehorizont, ich habe 15 Jahre, da kann man sagen, 15 Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet, davon 10 Jahre im Handel. Das heißt, ungefähr bei einer durchschnittlich 15 Jahre Kapitalanlage gibt es in keiner Portfoliovariante negative Varianten, niemals. Haben wir 20 Jahre, sind wir im Schnitt bei 6% und aufwärts. So, das heißt, das Risiko heutzutage in einer, Sie haben gesagt, wie sind die Aktien bewertet, haben Sie gesagt. Klar sind wir heute ungefähr beim 20-fachen des Gewinnes des Unternehmens. Das ist eine hohe Bewertung. Aber haben Sie mal geschaut, wie vielfachen wir bei Staatsanleihen aktuell angekommen, wie teuer Staatsanleihen sind? Das ist das X-fache davon. Das höhere Risiko heute ist doch das Cash, ist doch die Bundesanleihe. Wenn die Bubble platzt, dann Gnade uns Gott. Das heißt, da bin ich, und bei der Chat-Teilnehmer, der da gerade geschrieben hat, dass hier die Aktienanlage gerade für Geringverdiener was Richtige ist, dem gebe ich vollkommen recht. Denn wer eben flexibel eintreten möchte und, wie Sie sagen, auch eher mit 60 schon in Rente gehen möchte oder vielleicht muss, weil das körperlich nicht anders kann, auch das gibt es, ne? Der ist doch gut beraten mit einem Modell, was für einen arbeitet, lebenslänglich, und der am Ende vielleicht mit 55 schon mehr Kapital zur Verfügung hat, als er über die gesetzliche Rente jemals mit 65 bekommen würde. Und deshalb plädiere ich ganz dringend dafür, Teile des Pflicht
Beitrages in Kapitalgeld Altersvorsorge machen. Aber Entschuldigung, da werde ich emotional, weil das einfach nicht stimmt und aufgrund Ihrer Aussagen krankt dieses ganze System, was wir haben. Also ich verstehe den Punkt. Ich habe wirklich einige Aufschreie jetzt gesehen. Bei Ihnen, Frau Professor Färber, hat sich auch bewegt. Herr Vogel schon eine ganze Weile und auch da hinten bei Herr Schäfer. Ich möchte Ihnen auch im Publikum sagen, ich freue mich, es ist wirklich ein sehr, sehr emotionales Thema. Und das ist ja auch klar, es geht um Rente, es geht um etwas, was uns alle tangiert. Und wie Sie schon gesagt haben, es geht um Teilhabe am Produktivkapital. Und das soll doch demokratisiert werden. Es sollte viel mehr Menschen, nicht bloß der obersten 1% sollen teilhaben am Produktivkapital, sondern alle. Wir alle sollen doch teilhaben von denen, was verdient wird. Und das ist doch unser System. Das klingt aber so ungerecht, wenn Sie das sagen, als wäre das was Schlimmes für Glücksritter. Das ist nicht so. Es ist was Tolles. Wir fragen jetzt mal Herr Vogel, damit er noch mal ein bisschen das eine auch erläutern kann, was da wissenschaftlich angesprochen wurde und vielleicht auch schon mal mit Blick, wir haben jetzt diese erste Säule Basisrente angesprochen. Sie merken, wir könnten auch bis morgen Mittag darüber diskutieren, da sind alle Meinungen, aber ich würde auch gerne, solange wir hier beisammen sitzen, Sie im Publikum einladen, direkt Ihre Fragen auch zu stellen, neben den Meinungen, wenn Sie welche konkret haben, sehr, sehr gerne auch an welche Person. Ich würde aber gerne, Herr Vogel, auch Sie fragen, können wir den Dreh finden von diesem ersten Basisrente Prinzip auch noch mal zur zweiten und dritten Säule und dann gehen wir noch mal ins Plenum zu den anderen. Gerne, aber ich will es nicht zu lang machen, würde gerne einmal noch auf den Kern sozusagen der Frage, warum gesetzliche Aktienrente ja, nein, eingehen. Man kann auch über alles unterschiedlich politisch bewerten und diskutieren. An einer Stelle nur Widerspruch, also da Frau Professor Färber, bei allem Respekt, also bitte stellen Sie die Expertise von Herrn Professor Werding nicht in Frage. Das ist ein hochseriöses Gutachten und er operiert mit... Wir haben andere Meinungen. Genau, alles gut, aber Sie haben gesagt sozusagen, das sei irgendwie Milchmädchenrechnung oder so. Milchmädchenrechnung, ja. Ich behaupte, dass man das auch anders rechnen kann. Das mag sein. Wissenschaft ist nicht immer nur einer Meinung. Absolut. Dann dürfen Sie aber sagen, Sie sind die Stimme der Wissenschaft, die das sagt. Denn das ist, glaube ich, einer der seriösesten Wissenschaftler, die wir in diesem Land haben. Immerhin. Entschuldigung, ich bin mindestens genauso seriös. Absolut. Das können Sie jetzt hier nicht rumstellen. Sie haben eben gesagt, das sei eine Milchmädchenrechnung. Da muss ich, Entschuldigung, in Schutz nehmen. Also wenn mit den Rechenmodellen, mit dem die Milchmädchenrechnung sage ich schon lange nicht mehr. Die Männer irren sich öfter. Das freut mich. Ich habe Sie nur zitiert. Also um es mal kurz zu sagen, zwei verschiedene Meinungen und das ist ja auch in Ordnung. Genau. Wir lassen ich weiter glaube, das ist, glaube ich, wichtig, weil das ist eine Frage sozusagen des gebotenen Respekts. In der Sache ist es richtig, was Professor Färber gesagt hat, dass in der Vergangenheit die Einschätzung sozusagen der demografischen Herausforderung des Rentensystems immer weniger schlimm ausgefallen ist, als in den 2000er, in den Nullerjahren befürchtet. Warum? Ja. Weil wir in den letzten Jahren... exorbitant bessere Zuwanderung hatten, als wir gedacht haben. Und ich spreche nicht von Asyl oder Flucht, sondern von der Binnenmigration in Europa. Und weil wir in den letzten Jahren exorbitant bessere Arbeitsmarktentwicklung hatten, als man in den 2000er Jahren, in der Tiefe der Hartz-Reform und so weiter und so fort, in den kühnsten Träumen erwartet hat. Das ist alles richtig und extrem erfreulich. Ich finde übrigens, dass die damals wissenschaftlich und politisch tätig geworden sind, auch kluge Faktoren eingeführt haben. Also zum Beispiel den Nachhaltigkeitsfaktor in der Rente ist ein kluger Faktor, weil er eben sehr smart ist, weil er nicht einfach irgendwie stumpf senkt, anders als die Schweden, sondern weil er zum Beispiel das einberechnet. Und ja, dessen Rentendämpfung sind weniger stark ausgefallen, als man damals berechnet hat, weil die Arbeitsmarktsituation so gut war. Das ist ja super erfreulich. Wir wollen ja ein smartes System haben. Der Punkt ist nur, es ist ja ein klassischer Managementfehler und es kann auch ein klassischer politischer Fehler zu sein, dass die Vergangenheit immer als gegeben, auch sozusagen die Erfahrung der Vergangenheit, sicher in die Zukunft fortzuschreiben. Der große Unterschied ist, am Arbeitsmarkt die großen Potenziale, die nochmal exorbitant zu heben sind, da kenne ich keinen Arbeitsmarktexperten, Frau Engelen-Käfer und ich haben beide mal in der Bundesagentur für Arbeit tätig gewesen, in unterschiedlichen Rollen. Ich kenne keinen Experten, der das ernsthaft noch sozusagen erwartet, dass sich das nochmal doppelt so gut entwickeln ließe wie in den nächsten Jahren. Einwanderung brauchen wir ganz unbedingt, nur uns muss klar sein, wir müssen gut darin werden, die aus Drittstaaten zu organisieren, denn Europa ist insgesamt von den demografischen Herausforderungen betroffen, die Deutschland auch betroffen ist. Also zu glauben, das wird sich durch Binnenmigration lösen, ist, glaube ich, kurzsichtig. Das heißt, ich glaube schon, wir haben eine Herausforderung. Und dann jetzt ein letzter, ganz abstrakter Punkt. Die Herausforderung wird man nach meiner Überzeugung nicht dadurch lösen, dass man immer in den alten Denkschablonen ist.
Und deshalb haben wir bewusst diesen Vorschlag auch gemacht, der ein Stück weit alle herausfordert. Also ich glaube, dass es die Konstellation vielleicht sogar ganz spannend ist, dass Herr Schwag sagt, ja, das ist mir zu wenig Privatisierung an der Stelle. Und der DGB sagt, also was ist da mit den Aktien? Möglicherweise haben wir damit so genau die Mitte getroffen, aus der Fortschritt in der Demokratie entsteht. Möglicherweise, könnte sein. Ich glaube ja. Es bleibt die Frage, sind Aktien geeignet für die Altersvorsorge? Und wenn ja, in welcher Säule? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube aber auch, wie Frank Müller-Rosentritt, dass ich an der Stelle bei allem Respekt vor Engelin Käfer widersprechen muss, also dass Länder wie die Schweiz, Länder wie die Niederlande, Länder wie Schweden alle höhere Aktienanteile in der Altersvorsorge haben, das ist, glaube ich, nicht Casino-Kapitalismus. Wir reden nicht, wir reden über Länder zum Beispiel skandinavischer Prägung und ich glaube, kann man eher eine sozialdemokratische Grundhaltung unterstellen. Warum haben die das gemacht? Weil sie ja völlig recht haben. Aktienmärkte haben einen großen Nachteil, sie schwanken. Und sie haben einen großen Vorteil, sie bringen langfristige Renditen. Und worüber reden wir bei der Altersvorsorge? Genau, über langfristiges Investment und langfristiges Sparen. Und deshalb glauben wir, genauso wie eben diese internationalen Beispiele, dass Aktien gerade für die Altersvorsorge geeignet sind. Okay, ein letzter Aspekt, weil mir wichtig ist. Es ist richtig, dass man natürlich sicherstellen muss, dass nicht kurz vor Renteneintritt, wenn der Aktienmarkt runtergeht, dann die Renten runtergehen. Das kann man organisieren. Die Schweden machen das mit so einem Lebenszyklusmodell, dann wird umgeschichtet, sodass, wenn man kurz bevor man in Rente geht, man natürlich das Geld nicht mehr in den Aktien hat, sondern die Renditen von vorher mitgenommen hat, die dann umgeschichtet und gesichert werden. Und genau das ist der Gedanke. Es bleibt die spannende Frage, wollen wir, dass Geringverdiener überhaupt an globalen Kapitalmärkten partizipieren? Wollen wir, dass die Eigentümer werden an globalen Produktivvermögen? Da kann man gegen sein. Aber ein bisschen stört mich, dass wir manchmal so in den politischen Debatten am einen Tag über die Vermögensschere reden und immer sagen, ja, die geht auseinander, weil nur die Gutverdiener global investieren können. Und am nächsten Tag reden wir Rentenpolitik und sagen, auf gar keinen Fall dürfen die Geringverdiener global investieren. Das passt irgendwie nicht zusammen und das sollten wir durchbrechen. Jetzt haben wir einiges gehört. Herr Vogel hat nochmal ganz viele Perspektiven auch nochmal aus seinem Stand heraus gesagt. Jetzt wollen wir natürlich nochmal in unser Plenum zurück zu den anderen. Ich möchte auch erstmal nochmal im Chat schauen. Also Fazit ist auch so ein bisschen, da sind einerseits natürlich auch große Hoffnungen darin zu sagen, dass so eine Basisrente, dass Aktien, dass auch vielleicht durch Einwanderungspolitik wir da nochmal an dieser Kurve vorbeischrappen. Und letzten Endes ist ja das, was sich alle wünschen, doch das, dass man sich für die Menschen in Deutschland eine Rente wünscht, die positiv ist und wertschätzend für ihre Lebensarbeit ist. Das so als Fazit nochmal raus. Aber wir wollen auch mal zurück, einfach mit Blick auch auf die Zeit. Wir könnten natürlich da bei der ersten Säule bleiben. Wir haben ja auch diese zweite und dritte Säule. Also nochmal kurz zurück in meinen Politik-LK-Kopf. Das war ja dann die erste Säule mit der staatlichen Rente. Dann gibt es nochmal die berufliche Rente und dann, also die Berufsrente. Und dann gibt es alles, was Sonstiges ist. Und das ist diese zweite und dritte Säule. Und ich würde gern den Ball zuerst einmal nochmal an die Versicherten, Versicherungsperspektive an Sie, Herr Dr. Schwag, werfen mit dieser zweiten und dritten Säule. Wir haben jetzt ja ein System. Was könnte man denn vielleicht, können Sie uns das auch noch mal greifbar erklären? Also das aktuelle System, was könnte man einerseits vielleicht daran ändern? Oder was ist denn auch an dem, was jetzt auch Herr Vogel uns vorgestellt hat, vielleicht auch positiv? Was wäre, wenn wir dieses System hätten? Unbedingt können wir da viel tun, auch in die Richtung, die Herr Vogel angesprochen hat. Ne? Wir brauchen mehr Aktien in der zweiten und dritten Säule auch. In der betrieblichen Altersversorgung, in der privaten Altersversorgung, da hindern uns die gesetzlichen Anforderungen bei den Garantien daran. Das heißt, wenn wir alle Beiträge, die eingezahlt werden, voll garantieren müssen, haben wir natürlich viel zu wenig Spielraum, um chancenorientiert anzulegen. Und da laufen wir aktuell wirklich vor die Wand, dass die Politik hier nicht handelt, obwohl die Regierungsfraktionen an der Stelle nicht handeln, obwohl der Handlungsbedarf unabweisbar ist und jeder in seinen Papieren, auch im Hinblick auf die Wahlkämpfe, dann schreibt, wir brauchen weniger Garantien, macht man das tatsächlich nicht. In der betrieblichen Altersversorgung, weil Sie es gerade angesprochen haben, Verzahre, da haben wir in der letzten Legislaturperiode mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz ein neues Instrument bekommen, das Sozialpartnermodell. Es ist jetzt kürzlich gerade gelungen, das erste Sozialpartnermodell da tatsächlich zu verankern.
Und dort spielt die Aktie eine größere Rolle. Die Tarifpartner haben sich darauf verständigt, die Hälfte in Aktien, die andere Hälfte in eher sichere Papiere. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Da gibt es jetzt keine Garantien. Es gibt auch ein Lifecycling-Modell, um die Risiken nach hinten raus zu begrenzen. Und das ist ein Beispiel. Und das brauchen wir auch in der privaten Altersversorgung. In der ersten Säule bin ich auch der Meinung, dass wir es so machen könnten, aber ich bin skeptisch, wenn es kreditfinanziert ist. Das Risiko, wird ja jeder Verbraucherschützer gleich sagen, kreditfinanziert bitte keine Aktien kaufen. Mhm. Das ist doch ein sehr riskantes Arbitragegeschäft. Die Verbraucherzentrale findet es aber ganz geil, das Modell. Die ich glaube, die fühlen sich geschmeichelt, weil deren Extrarente sozusagen dadurch seitens der FDP ein Stück weit geadelt wird. Das kommt aber ohne Kreditfinanzierung aus. Ich sage einfach nur, Kreditfinanzierung ist das Risiko größer. Ja. Bei der dritten Säule hatte ich vorhin schon gesagt, das Thema Garantien müssen wir angehen. Wir müssen aber auch das Fördersystem viel effizienter machen. Wir haben es aktuell so, dass der Staat selbst nach 2-3 Jahren kommt und 800.000-fach pro Jahr Zulagen zurückfordert. Was glauben Sie, was das für Frustration bei Kunden auslöst? Frau Engel-Käfer hat gerade gesagt, es gibt auch Leute, die sind unzufrieden mit der Riester-Rente. Das hat auch mit solchen Vorgängen zu tun. Jemand macht sich selbstständig, kriegt auf einmal keine Förderung mehr. Wer soll das denn verstehen? Ich finde es gut, dass die FDP auch an der Stelle sagt, das müssen wir durchlässig machen. Ich glaube, wir müssen auch das Fördersystem selbstverständlicher machen. Also gegenwärtig ist das so, es gibt eine Grundzulage, es gibt eine Kinderzulage. Das soll von einem kompliziert ausgerechneten Eigenbeitrag abgerechnet werden. Ich bin der Meinung, wir sollten den Leuten sagen, weil es im Schnitt auch so ist, auf jeden Euro gibt es mindestens 50 Cent obendrauf. Das versteht jeder. Und jeder sieht, okay, es macht auch Sinn, noch mehr einzuzahlen, als ich minimal muss. Also es gibt viel Potenzial. Mhm. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ich erwarte von der Politik, jetzt auch mal wirklich von allen Parteien, dass diese Vorschläge auch ernsthaft mit in die nächste Legislaturperiode genommen werden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir funktionsfähige Fahrzeuge haben, immer etwas neu zu bauen und das Alte auf den Schrottplatz zu werfen. Ne? Sondern die Menschen erwarten auch, dass es eine Form von Kontinuität gibt und nur dadurch entsteht Vertrauen. Der Punkt ist angekommen, also Kontinuität aus Ihrer Perspektive, aber vor allen Dingen, Sie sprechen auch nochmal einen Punkt an, der auch den Chat beschäftigt, nämlich wirklich einfach auch das Komplexe daran, dass es einfach wirklich schwer ist. Man sieht halt nur einfach viele ältere Menschen, auch aus meiner Perspektive, die lange gearbeitet haben und die einfach sehr wenig Rente haben, was mir als nicht politischer Mensch in erster Linie auch dann wehtut. Ich es aber erstmal so schwer finde, einzuordnen. Ich frage jetzt mal Frau Engelin-Käfer, weil Sie auch ganz emotional auch in dem Gespräch jetzt mit zugehört haben, was wir gehört haben. Im Chat schreibt ein Studierender, das fand ich ganz schön, ich bin Student und investiere monatlich mit ETF-Sparplänen global diversifiziert in Aktien und weniger Geld als ich kann keiner haben. Der sagt also, das ist ja eigentlich für jeden möglich. Was sagen Sie, was ergänzen Sie nochmal zu der Meinung der Herren, die wir jetzt schon gehört haben? Mikrofon nochmal für Sie, bitte. Vor allem, wir sollten gegenseitig unsere Argumente respektieren. Ich tue das und wehre mich auch dagegen, dass da Angriffe kommen, dass andere Argumente nicht ernst gemeint sind, sondern ich meine sie sehr ernst und möchte noch mal darauf hinweisen, wir sprechen über ein Rentenversicherungssystem, in dem Pflichtbeiträge eingezahlt werden. Jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin muss von seinem Einkommen einen Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Und unser Anliegen, und das vertrete ich ganz besonders mein ganzes Leben lang, solange ich dieses Thema überhaupt behandle, ist, dass dies nicht in volatile, unsichere Anlagen fließen darf. Und diese Aktienanlage hat leider das Problem, ziemlich volatil und unsicher zu sein. Und deshalb ist es meines Erachtens unabdingbar, dass wir diese Pflichtbeiträge in das umlagefinanzierte gesetzliche Alterssicherungssystem mit einem Solidaritätsausgleich einzahlen. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht geredet, dass hier die gesetzliche Altersrente über Umlage finanziert viele Leistungen bietet, die andere Systeme nicht bieten, vor allem nicht die kapitalorientierten. Zum Beispiel die Rehabilitation oder auch andere Leistungen, die unerlässlich sind für viele, viele Menschen, die im unteren und mittleren Einkommensbereich sind. Und deshalb sehe ich es als höchst problematisch an, hier gerade die niedrig Verdienenden zu zwingen, durch ihren Pflichtbeitrag oder Teile ihres Pflichtbeitrages in Aktien
Aktienfonds zu finanzieren. Und für mich ist es schon ein deutliches Zeichen, dass hier mit den Füßen gegen die Riester-Rente abgestimmt wurde. Das lasse ich mir nicht einreden, dass die Riester-Rente ein so toller Erfolg ist. Geringverdiener haben überhaupt nichts davon oder wenig davon. Und trotz großzügiger Förderung wird die Riester-Rente praktisch wenig angenommen. In den letzten Jahren seit den Finanzkrisen praktisch kaum mehr. Wir haben Stagnation. Wir haben Stagnation. Und das ist keine Falschmeldung, wie Herr Rosentritt offensichtlich versucht, hier zu suggerieren, sondern das sind Fakten, die ich denke, die man nicht unter den Teppich, doch, Sie haben es eben gesagt. Frau Engeling, aber da muss ich doch, unter den Teppich da möchte ich gerne widersprechen, darf. Weil ich jetzt also da zweimal... Deshalb würde ich ganz gerne noch mal hier sagen, wenn ich von Menschen Pflichtbeiträge verlange, muss ich ihnen eine auch höchstmögliche Sicherheit der Rentenleistungen gewährleisten. Und die sind nicht über Aktienfonds zu gewährleisten. Frau Engeling-Käfer, Ihr Punkt ist angekommen. Vielen Dank. Zwei Gegenmeinungen wirklich mit absoluter Bitte um Kürze, damit wir da möglichst viel Meinung auch reinholen. Sie zuerst, Herr Vogel, und danach Sie. Ja, es ist einfach nicht wahr, dass die Riester-Rente nicht läuft, sondern wir haben ungefähr 400.000 Neuverträge pro Jahr. Wir haben 16 Millionen Verträge. Wir haben ungefähr 120, 130 Milliarden Euro, was angespart worden ist. Und das Thema erreicht die Richtigen. Es sind überproportional Frauen. Es sind überproportional Leute aus den neuen Bundesländern, die weniger Betriebsrenten haben. Es sind überproportional Geringverdiener. Wenn Geringverdiener überhaupt vorsorgen, damit eine Riester-Rente. Das ist erste und einzige Produkt, mit dem wir diese Menschen überhaupt erreichen. Das ist eine Erfolgsstory, aber natürlich haben wir eine gewisse Sättigung, weil die Leute auch was anderes machen. Leute machen ETF-Sparpläne, Leute machen betriebliche Altersversorgung, Leute finanzieren ihr Eigenheim. Da können wir nicht von jedem erwarten, dass er eine Riester-Rente hat. Gegenmeinung ist auf jeden Fall angekommen. Herr Vogel wollte auch noch ganz kurz etwas dazu sagen. Frau Engeling-Käfer, man kann das so sehen, das ist eine absolut legitime Position, sagen keine Aktien bei Pflichtbeiträgen. Man kann es natürlich auch genau andersrum sehen und sagen, gerade für diejenigen, die sich in Lebensphasen nicht mehr leisten können als die erste Säule, machen wir es so möglich, in Aktien zu investieren. An einer Stelle nur eine sachliche Aufklärung, weil es mir wichtig ist, weil wir da natürlich drüber nachgedacht haben. An unserem System ändert sich an der Reha nichts und an den anderen Leistungen der umlagefinanzierten Rente, weil die umlagefinanzierte Rente bleibt auch künftig prägend in unserem Rentensystem, auch im FDP-Konzept, und Reha-Leistungen stehen Ihnen weiter zur Verfügung und all die ganzen anderen nicht sozusagen altersrentenbezogenen Leistungen des Rentensystems. Man kann trotzdem dafür oder dagegen sein, ist mir nur eine wichtige Klarstellung. Herr Vogel, danke schön. Also, wir schauen mal kurz, da ist jetzt schon ganz lange nicht mehr Herr Schäfer zu Wort gekommen und auch Frau Professor Färber sitzt vor dem Bildschirm, und natürlich möchten wir auch Sie noch mal zu Wort kommen lassen. Ich möchte nur kurz noch mal Sie im Publikum ansprechen. Wir sind ja eine virtuelle Riesenrunde. Sie merken, 75 Minuten für so ein Konzept, das wir jetzt hier diskutieren, beziehungsweise allgemein das Thema Rente, das können wir in 3 Tagen genauso machen und würden wahrscheinlich immer noch ganz viel übrig haben. Ich möchte als Moderatorin mit dieser undankbaren Aufgabe und einer so hochkarätigen Runde, in der wir auch sind, möglichst viele Meinungen zu Wort kommen lassen. Deswegen würde ich jetzt gerne zu der zweiten und dritten Säule noch mal kurz, würde ich gerne Herrn Schäfer hören und auch würde ich gerne noch mal nach Speyer schalten. Und dann würde ich gerne auch noch mal in so eine Fazitrunde gehen, damit Sie ein bisschen wissen, wie wir hier die letzten Minuten gemeinsam gestalten. Und ich lade Sie bis dahin, während wir jetzt als erstes Herr Schäfer hören, noch mal im Publikum ein. Sie können auch gerne noch mal Ihre Meinung oder Ihre Frage reinpacken, was wir nicht hier schaffen, vielleicht danach, aber zumindest Ihre Meinung interessiert uns sehr. Und jetzt gebe ich noch mal an Herrn Schäfer ab. Wir haben wirklich viele Emotionen jetzt gehabt aus der Perspektive noch mal von Ihnen, auch noch mal DGB. Was ist zu der zweiten und dritten Säule und auch dem Vorschlag, den wir durch die FDP gehört haben, zu ergänzen? Ich glaube, ich würde die Diskussion gerne nochmal auf eine zweite Ebene holen, weil die Frage, ob man in Kapitaldeckung geht als Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung, ist nicht das strittige Thema. Das strittige Thema ist, ob es ein Ersetzen des gesetzlichen Umlageverfahrens ist. Und das ist das, was wir das haben wir das in 2000er Jahren gemacht. Wir haben planvoll die gesetzliche Rentenversicherung gekürzt, bis heute um über 10%. Wo Sie gegen waren. Also der Gesetzgeber, um das mit Ihrem Sprech zu machen, die Regierung hat sozusagen mit ihrer Mehrheit in den 2000er Jahren beschlossen, die gesetzliche Rente rigoros zu kürzen, weil die Beiträge gesenkt werden sollten, und hat gesagt, wir hoffen, dass die Leute dann privat vorsorgen und die Löcher schließen können. Das war das Versprechen.
Die Erfüllung ist nicht aufgegangen, die meisten Leute tun es nicht. Jetzt ist Ihr Versprechen, wir kürzen die gesetzliche Rentenversicherung 20% stärker als nach geltendem Recht vorgesehen. Das ist das, was Sie tun. Gucken Sie sich die Modellrechnung von Herrn Werding an. Das Leistungssystem der GAV wird um 20% stärker gekürzt als nach geltendem Recht. Und dann wollen Sie das Geld in die Kapitaldeckung stecken, in der Hoffnung, dass das gerissene Loch gefüllt wird. Sicher ist die Rentenkürzung, so wie 2000, die Hoffnung ist, dass die private Kapitaldeckung das Loch schließt. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir in 20 und 30 Jahren sehen. Und das ist für uns der Punkt, wo wir sagen, diesen Weg gehen wir nicht mit. Wir wollen keine Wette auf die Zukunft eingehen, wo gesagt wird, erstmal wird rigoros gekürzt, die Arbeitgeber systematisch entlastet und die Beschäftigten können darauf hoffen, dass der Kapitalmarkt ihnen irgendwann mehr Rente generiert, als wir ihnen im gesetzlichen Umlagesystem gekürzt haben. Und diesen Gang gehen wir nicht mit. Zu den ganz vielen anderen Dingen will ich jetzt nichts sagen, damit wir noch eine Runde hinkriegen. Ich hätte noch sehr viel zu sagen. Das glaube ich Ihnen, Herr Schäfer. Ein Punkt noch, ganz Entschuldigung, weil der mir wichtig ist. Sie kürzen die gesetzliche Umlage und damit kürzen Sie die Leistungen für Erwerbsminderungsrente und für Witwenrenten und die werden null in Ihrem Modell in der Altersrente kompensiert. Null. In Ihr Aktienmodell geht nur in die Altersrente. Herr Schäfer, ich würde sagen, wir werden gleich auch noch mal, wir schaffen es natürlich nicht mehr in Tiefe zu gehen, aber wir fragen gleich eine Abschlussrunde, sodass auch noch mal Herr Müller-Rosentritt und Herr Vogel vielleicht auf Ihre Punkte eingehen können. Ich würde noch mal gerne nach Speyer schalten und Sie fragen, Frau Professor Färber, Sie waren jetzt natürlich zwischenzeitlich, wenn Sie jetzt in der Runde gewesen wären, hätten Sie wahrscheinlich noch mehr Ihrer Stimme da laut werden können. Es ist jetzt ein bisschen undankbar, von dem Thema weg direkt zu einem zu kommen, aber mit Bitte um Kürze nochmal zur zweiten und dritten Säule aus Ihrer finanzwissenschaftlichen Perspektive, der Vorschlag der FDP. Was meinen Sie? Also wie realistisch wäre das, beziehungsweise was glauben Sie, was brauchen wir für die Zukunft? Ja, also nach meiner Meinung, und ich meine, ich teile viele von den Punkten, die Herr Schäfer jetzt eben gesagt hat, in der ersten Säule, bitte keine Kapitaldeckung, bitte macht das Umlageverfahren, was wir jetzt doch hoffentlich auch mit guten Lohnentwicklungen einigermaßen stabilisiert haben, nicht kaputt. Wir haben ja die Alternative. Volkswirtschaftlich muss ich gar nicht in die erste Säule reingehen, sondern wenn ich es wirklich schaffe, dass ich in der zweiten und dritten Säule auch eine bessere Partizipation bekomme und hier kapitalgedeckte Systeme, zum einen, da waren jetzt ja ein paar Optionen, ob man das Fördersystem effektiver machen kann und dass eben nicht diese Rückforderungen auf einmal kommen, weil die Leute irgendwas verkehrt gemacht haben, von dem sie das nicht annehmen konnten. Aber ich meine, viele von den Mitteln, die in die Riester-Rente investiert worden sind, sind ja im Grunde in das Vertriebssystem gegangen. Vielleicht kann man das anders machen. Ich bringe hier gerade noch mal das Stichwort Deutschlandrente rein. Wir können ja auch eine Deutschlandrente als Konkurrenz zu privaten Produkten anbringen, die genau dieses schwedische Anlagemodell, Aktienkapital für die Ansparphase und Stabilisierung für die Kurzrentenvorphase mal tatsächlich bringen, dann wäre wenigstens Wettbewerb in dem Bereich drin. Und was man natürlich auch machen kann in der zweiten Säule, wir können ja auch die Randbelegschaften mal stärker in die betriebliche Alterssicherung mit reinbringen. Wenn wir tatsächlich Fachkräftemangel kriegen, dann wäre es gut, wenn wir hier ein Instrument auch hätten, um die Leute an die Betriebe zu binden. Also wir haben ganz viel zu tun noch, wo wir in der Tat auch Aktienanlagen und anderes in der zweiten und dritten Säule verbessern könnten. Das wäre schön, wenn wir das tun würden und es konstruktiv tun würden. Frau Professor Färber, ich zitiere Sie in einem Satz, wir haben ganz, ganz viel noch zu tun, das als neutrale Wiederholung meinerseits. Ich möchte die letzten Minuten nutzen, um Ihnen nochmal 7 Stimmen, 7 Meinungen schon an vielen Ecken und Kanten, natürlich auch viele Gemeinsamkeiten, das würde man auch finden, wenn man da nochmal in die Tiefe geht in den einzelnen Punkten. Nichtsdestotrotz ist ja unser Fazitthema heute nochmal diese gesetzliche Aktienrente, die mit verschiedenen Konzepten, die man sich auch natürlich im Netz noch mal genauer angucken kann, die FDP vorschlägt. Und deswegen würde ich gerne in den letzten Minuten mit Bitte um Kürze Ihnen einerseits die Möglichkeit geben, noch mal auf einen Punkt, der wirklich auf der Seele brennt, bevor es nach Hause geht, noch mal, dass Sie den ansprechen, aber hauptsächlich auch meine Fazitfrage. Was nehmen Sie mit aus diesen Vorschlägen? Was glauben Sie, wie kann es weitergehen in diesem emotionalen Thema, das uns alle beschäftigt? Ich würde als erstes einfach mal unsere Dame hier, anwesende Dame zumindest, in Speyer haben wir ja noch eine, Frau Engelin-Käfer bitten, ich gebe Ihnen als erstes das Wort für unser Fazit. Also für mich ist ganz klar, wir brauchen eine Stärkung der ersten Säule
der umlagefinanzierten solidarischen gesetzlichen Altersversorgung, die ist nicht ausreichend abgesichert mit der doppelten Haltelinie, die in dem Regierungspaket 2018 eingeführt wurde. Bei einem Rentenniveau von 48% ist Altersarmut nicht zu vermeiden. Das sagen im Übrigen auch alle amtlichen Berichte. Und deshalb freue ich mich, wenn ich hier auch Stimmen aus der FDP gehört habe, dass Altersarmut bekämpft werden soll. Aber dann soll es auch bitte wirksam bekämpft werden. Und das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das Rentenniveau wieder in Richtung der 2000er Jahre geht, wo noch einigermaßen Lebensstandardabsicherung erreicht wurde. Das ist kein Almosen des Staates. Das sind von den betroffenen Menschen, den Beschäftigten, den Beitragszahlern und späteren Rentnern selbst erwirtschaftete und eingezahlte Beiträge. Damit muss ich sorgsam umgehen. Und da habe ich die Verpflichtung, diesen Menschen auch ein Alter zu ermöglichen, das weitgehend frei ist von Altersarmut. Und das ist nicht über die volatilen Kapitalmärkte zu erreichen, sondern nur über die gesetzliche, solidarische, umlageorientierte Altersrente. Mhm. Zum Zweiten habe ich nichts dagegen. Was heißt dagegen? Mit Bitte um Kürze dann noch. Ja, mal. Nur ja. Ganz kurz, wenn auch kapitalorientierte Rentensysteme gefördert werden. Ich möchte nur noch auf eins aufmerksam machen. Wenn hier Entgeltumwandlung dazu führt, dass Beiträge in massivem Ausmaße eingespart werden, nämlich etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr, dann ist das nicht in Ordnung, denn dann müssen das diejenigen mitzahlen, die überhaupt nichts von diesen zusätzlichen Rentensystemen haben. Da muss auch Gerechtigkeit hergestellt werden und das System muss eben auch finanziell aufrechterhalten werden. Das erste System, die erste Säule. Das sagt Frau Professor Dr. Engelin Käfer. Vielen Dank. Müller-Rosentritt mit Bitte um Kürze. Auch noch mal Ihr Fazit der Runde heute. Ich habe Konsens mit ihr, indem wir sagen, unser Hauptziel ist die Bekämpfung der Altersarmut. Da haben wir völligen Konsens. Der Weg dahin habe ich eine völlig andere Meinung. Schauen Sie sich an, alleine ich habe in meinen jungen 38 Jahren zwei Währungsreformen erlebt, von der DDR-Mark zur BRD-Mark und von der BRD-Mark zum Euro. So, und ich habe es erlebt, wenn Menschen erstmal Erspartes weggenommen bekommen. Und da ist doch immer so, wer sind denn diejenigen, wenn Sie heute erfolgreiche Menschen draußen sehen, die eben nicht von Altersarmut betroffen sind, was sind das für Menschen? Das sind die, die im Alter in der eigenen Immobilie wohnen, also Eigentum haben und die vielleicht über ihr Leben an einem Betrieb beteiligt waren oder vielleicht sogar Eigentümer von einem Betrieb gewesen sind. Und wieso machen wir nicht die große Masse zu Eigentümern von Betrieben und lassen alle quasi den erfolgreichen Senioren, den wir uns immer bildlich vorstellen, unseres Senioren werden. Und das geht nur mit Beteiligung am Produktivkapital, denn Bargeld, das ist so schnell weg wie der Schnee in der Sonne. Hm. Aber Beteiligung an Eigentum, an Produktivkapital, das ist langfristig, das ist beständig. Und da wollen wir ja nicht alles investieren. Es geht um 2%, um 98% bleibt bei Ihnen und nur 2% für uns. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Wir lassen das auch mal so stehen und gehen mal direkt. Ich springe mal kurz zu Herrn Schäfer zuerst noch. Sie haben gelächelt, auch bei Ihnen nochmal mit Bitte um Kürze. Ihr Fazit aus der Runde heute. Ja, ich glaube, vielleicht fange ich mal mit einem Lob an. Ich glaube, die FDP ist die erste Fraktion im Deutschen Bundestag, die eine verschärfte Kapitaldeckung, Privatisierung mit einer paritätischen Finanzierung durch den Arbeitgeber vorschlägt. Ich glaube, alle anderen haben immer eine alleinige Finanzierung durch die Beschäftigten vorgeschlagen. An dem Punkt mal ein Lob von uns, den Arbeitgeber nicht ganz aus der Verantwortung zu nehmen. Das Lob ist natürlich ein bisschen vergiftet, weil sie kürzen natürlich das gesetzliche Rentenniveau und langfristig zahlen die Arbeitgeber in ihrem Modell weniger ein als nach geltendem Recht. Die Modellrechnungen von Professor Werding gehen davon aus, dass wir in ihrem Modell erst 2060 wieder ein Rentenniveau von 48-49% erreichen werden. Für die Übergangskohorte ist es weniger. Das ist sozusagen die Modellrechnung. Das ist auch für uns ein Grund zu sagen, warum das keine Lösung ist, jetzt zu kürzen, weil es tatsächlich ein Verschieben der Probleme in die Zukunft ist. Und wir dürfen nach wie vor nicht ausblenden, das hat Frau Engelin-Käfer auch eben zu Recht gesagt, wir bewegen uns ja heute schon 10% unter dem, was wir 2000 als Lebensstandard sichernd begriffen haben. Und Sie schaffen es in Ihrem Modell, das ungefähr bis 2060 zu halten. Das heißt, das Loch ist nach wie vor da. Und deswegen ist aus unserer Sicht das alles nicht ausreichend und nicht im Interesse der Beschäftigten.
Und Ihre immanente Anhebung der Altersgrenze lehnen wir natürlich auch ab, auch wenn wir gerne darüber reden dürfen, dass Beschäftigungsverhältnisse nicht mit der Regelaltersgrenze beendet werden dürfen. Ich glaube aber, da haben die Arbeitgeber was dagegen mit diesem Vorschlag, wenn sie den Kündigungsschutz nicht gleichzeitig abschaffen. Und da wären wir wieder nicht dabei. Herr Schäfer, DGB, diese Meinung nehmen wir auch mit. Schalten noch ein letztes Mal nach Speyer. Sie haben gerade eben schon einiges gesagt, Frau Professor Färber. Vielleicht doch ganz kurz Ihr Schlussfazit in ein, zwei Sätzen. Ja, der Herr Müller-Rosentritt hat mir eigentlich noch ein absolut tödliches Argument gegen eine Kapitaldeckung in der ersten Säule geliefert. Er hat gerade die Währungsreformen gemacht. Und wir haben gelernt, auch in der Historie, wenn wir in die Geschichte der Rentenversicherung schauen, 1923 oder auch als der Kapitalstock der Reichsrentenversicherung in den 30er Jahren für die Kriegsfinanzierung aufgelöst wurde, da ist nämlich das rausgekommen, was die Mops-Theorie entsagt. Die da einfach lautet: Eher spart ein Mops einen Haufen an Würste an, als dass die Politik einen Kapitalstock unangetastet lässt. Ich würde jede Wette eingehen, wenn wir in der ersten Säule einen Kapitalstock machen, der wäre schneller ausgegeben für soziale Wohltaten, als wir hinschauen können. Und deswegen bin ich einfach auch in der ersten Säule aus politischen Gründen. Bleibt bei der Umlageverfahren und macht bitte die gesetzliche Rente nicht kaputt. Frau Professor Färber, danke. Ein Stichwort, Sprichwort am Ende, dann bevor wir auch noch das Schlusswort an hervorgegeben haben, wir natürlich auch noch Herrn Dr. Schwank in unserer Runde und wollen auch noch mal diese wirtschaftliche Versichertenperspektive hören. Vielleicht Ihr Schlussfazit des heutigen Nachmittags. Ja, ich will einfach nur lobend hervorheben, das FDP-Programm enthält auch den Rückweg zur Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung, die Flexibilisierung des Renteneintritts, dass wir wirklich auch Anreize haben, um länger zu arbeiten, qualifizierte Fachkräfteeinwanderung und auch den Nachholfaktor in der Rentenformel wieder zu reinstallieren. Frau Engelen-Käfer hat ja gerade die 2000er Jahre angesprochen. Da will ich einfach nur sagen, die Rentenformel, die wir damals geschaffen haben mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, das schafft Vertrauen durch Finanzierbarkeit. Da müssen wir tatsächlich hin zurück. Ich glaube, dass die Fixierung des Rentenniveaus, die Fixierung des Rentenbeitrags, das sind Scheinlösungen. Ne? Die Demografie bestimmt die Musik und danach müssen wir uns auch ein Stück weit richten. Und ich glaube, die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, ob das, was die Politik in Aussicht stellt, ob das realistisch ist oder nicht. Und da bin ich wieder bei meinem Hauptthema Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen als Stichwort gebe ich am Ende nochmal das Wort an Herrn Vogel. Wir haben ja wirklich eine ganz kontroverse Runde heute gehabt, viele Meinungen angeschnitten worden. Wie geht's Ihnen jetzt am Ende? Mir geht's gut, mir machen kontroverse Debatten Spaß. Ich hoffe, das kam auch kein anderer Eindruck und es hat auch mit Ihnen allen Freude gemacht. Vielen Dank erstmal dafür. Vertrauen ist in der Tat wichtig, deswegen würde ich einen Punkt nennen. Ich glaube, völlig klar ist, in einem solchen Modell reden wir natürlich über individuelles Eigentum. Da ist der ganze Schutz des Eigentums, der Eigentumsschutz des Grundgesetzes davor. Und wenn wir uns auf den nicht mehr verlassen können, dann hätten wir eh ein Problem. Also das ist mir wichtig. Und das Zweite ist, ich glaube, dass Vertrauen in der Tat auch durch Langfristigkeit entsteht. Herr Dr. Schwark hat das völlig richtig gesagt. Mein Anspruch an die Politik ist, dass wir erklären können, wie es funktionieren soll über die nächste Legislaturperiode hinaus. Das ist meine Grundkritik an der Rentenpolitik der letzten Jahre. Für 2000er kann man das nicht sagen, aber für die letzten Jahre, dass zu wenigen Jahrzehnten gedacht wird und immer nur bis zum Ende der Legislaturperiode. Und ein Ziel ist noch kein Konzept. Wir alle wollen das Rentenniveau stabilisieren in der ersten Säule, nur man muss eben auch erklären, wie es gehen soll, denn von all denen, die einfach sagen, ja, das müsste man irgendwie gesetzlich festschreiben, das ist nichts anderes als ein Ziel, bleibt bisher jeder Vorschlag schuldig, wie das denn auf lange Sicht 2030, 35, 40 fortfolgende finanzierbar sein soll. Und wünscht ihr was, ist eben kein Konzept und deshalb haben wir eins vorgelegt und wenn es dann auch noch gelingt, ein Volk von Eigentümern zu schaffen, wäre das ein toller Nebeneffekt und deshalb, glaube ich, lohnt die Debatte, wie wir mehr Kapitaldeckung aktienbasiert in diesem Land erreichen können. Und vielen Dank dafür, dass wir sie heute so kontrovers geführt haben. Herr Vogel, vielen Dank. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir könnten noch genauso weitermachen, aber in diesem Sinne möchte ich mich erstmal vor allen Dingen bei Ihnen im Chat bedanken. Es ist wirklich also eine ganz, ganz kontroverse Diskussion auch dort gewesen. Viele Stimmen, viele Meinungen. Informieren Sie sich weiter auch über das Konzept, genauso wie über alles andere, was es an Meinungen heute gab. Finden Sie natürlich noch mal mehr im Netz. Ich bedanke mich auch bei unseren RednerInnen, interaktiv, hybrid, hier vor Ort und digital. Deswegen ein Gruß geht nach Speyer. Vielen Dank nochmal an Sie, Frau Professor Dr. Färber. Ein Dank auch an
Sie, Frau Professor Dr. Ursula Engelen-Käfer. Danke, dass Sie in unserer Runde waren. Ich bedanke mich außerdem bei Herrn Dr. Peter Schwag, der mit uns hier gesessen hat. Bei Herrn Schäfer bedanke ich mich und natürlich auch nochmal unsere Bundestagsfraktionsmitglieder, Herr Frank Müller-Rosendritt und auch Herr Vogel. Vielen Dank, dass wir kontrovers darüber diskutieren konnten. Da bleibt mir als Journalistin nur noch ein Dank an Ihnen zu richten und wünsche Ihnen nochmal einen schönen, jetzt kann ich sagen, Abend und Grüße aus Berlin. Tschüss. Tschüss.